Bei mir in der Klasse gab es einen ganz furchtbaren Jungen von der Jungen Union und mit dem habe ich mich politisch immer über alles gezofft und da wusste ich, okay, du musst genau in die andere Partei. Mein Name ist Clara Geiwitz, ich bin Mutter von 3 Kindern, wohne im wunderschönen Potsdam und bin leidenschaftliche Sozialdemokratin und möchte jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen. Ich bin Olaf Scholz, bin Rechtsanwalt von Beruf, Arbeitsrechtsanwalt, jetzt bin ich Bundesminister der Finanzen. Ich bin Sozialdemokrat seit meinem 17. Lebensjahr und immer noch will ich dafür sorgen, dass diese Gesellschaft gerechter wird und dass jeder Mensch den Respekt bekommt, den er verdient. Wir wollen die SPD zusammen wieder stark machen, denn Deutschland braucht eine starke SPD. Die Menschen in diesem Land brauchen eine starke SPD und deswegen wollen wir auch gerne Parteivorsitzender werden. Die SPD ist notwendig in einer Gesellschaft, die auseinanderdriftet und von der wir wollen, dass sie besser zusammenhält. Und sie ist notwendig für die Demokratie und die Würde der Arbeit. Natürlich war das Anfang der 90er bei uns in Ostdeutschland extrem schwierig. Wir hatten sehr viele Arbeitslose, sehr viel Umbruch. Und da habe ich gesagt, die Partei, die für sozialen Zusammenhalt, für eine starke Gesellschaft steht, da kannst du mitmachen. Einen ganz genauen Moment hat es nicht gegeben. Das hat was zu tun damit, dass ich in der Schule schon immer fand, es muss gerechter zugehen. Und was in meiner Zeit eine große Rolle gespielt hat, die erste Diskussion darüber, dass wir unseren Planeten nicht sinnlos ausbeuten dürfen. Und habe mich gegen den Bau von Atomkraftwerken engagiert. War für mich übrigens ein toller Moment, als ich als neu gewählter Bundestagsabgeordneter Gesetze zur Abschaltung der Atomkraftwerke beschließen konnte. Ich glaube, die Gemeinsamkeit von Sozialdemokraten ist, dass sie leidenschaftliche Kämpfer für Gerechtigkeit sind und dass die Ungerechtigkeit in ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen für die allermeisten der Punkt war, wo sie dann gesagt haben, ich engagiere mich. Uns verbindet die Vorstellung, dass jeder den gleichen Respekt verdient. Und zwar ganz unabhängig davon, was er gelernt hat oder was sie für einen Beruf ausübt, unabhängig von dem Einkommen. Das ist in unserer Gesellschaft nicht selbstverständlich. Und Gerechtigkeit und Zusammenhalt und Solidarität sind nur möglich, wenn alle ein gemeinsames Ziel verfolgen für eine bessere Gesellschaft. Das verbindet die SPD und das unterscheidet sie von allen anderen. Ganz eindeutig mein Symbol für die SPD ist das Herz. Ganz, ganz viele Sozialdemokraten, die sind genau aus dem Grund in der Partei, weil sie erstens die Partei lieben und sich engagieren und weil sie was Gutes für die Menschen tun wollen, weil Sozialdemokraten nämlich die Menschen mögen. Die SPD ist der Anker für die Demokratie in diesem Land und der Anker dafür, dass die Würde der Arbeit auch geschätzt wird, was sonst nicht selbstverständlich wäre. Sie wird gebraucht und das symbolisiert der Anker für mich. Also erstens ist das natürlich sehr sensibel, weil das farblich wunderbar zu meinem Kleid passt. Und vielleicht denkt er ja auch, dass es ihm ein bisschen Glück bringt. Es ist rot, er bringt Glück und er macht Freude. Das ist ein Zeichen dafür, dass man ein bisschen es hinkriegt, die SPD voranzubringen. Und das ist das Zeichen für diesen Fortschritt. Ich habe mir das ausgesucht, weil ich finde, der Olaf ist ein guter. Und der kann erstens viele Sachen prima gut erklären und ansonsten ist er noch ein feiner Kerl. Wenn man die Briefe von unseren alten Granden liest, von Willy Brandt und Helmut Schmidt, dann haben die sich ganz oft auch gezofft. Die haben aber unter die Briefe immer geschrieben Freundschaft, weil das war das Kernelement von Sozialdemokraten, deswegen sagen wir auch Genossinnen und Genossen, dass wir bei allen Unterschiedlichkeiten miteinander solidarisch umgehen und darauf freue ich mich dann, falls ich Parteivorsitzende werde, dass ich das genau mit meiner Partei machen kann. Ich freue mich über die Möglichkeit, die SPD zusammenzuführen. Sie muss zusammenhalten, damit sie stark ist. Und das ist wichtig, weil sie gebraucht wird. Und natürlich ist das, wenn man weiß, welche Tradition diese Partei hat, auch eine ganz beeindruckende, respektbietende Aufgabe. Das kann man über die Freude nicht vergessen.